Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen hier in Eulowitz in der schönen Oberlausitz. Mein Name ist Thilo Hamann. Also beginnen tun wir mit dem Marinieren der Geflügelleber. Klassisch eigentlich bei diesem Gericht die Verwendung von Gänsestopfleber. Machen wir hier nicht. Wir nehmen die Geflügelleber, da es ein regionales Produkt ist, kommt hier aus der Region. Beginnen tun wir einfach mit dem Marinieren. Dazu nehmen wir ein bisschen Wacholder, Piment, Pfeffer und Pökelsalz. Das wird im Mörser etwas zerstoßen. Dann geben wir das über die Geflügelleber. Dazu kommt ein bisschen Cognac oder Weinbrand und ein wenig Portwein. Dann wird es gut vermengt. Und dann lässt man es 1 bis 2 Tage im Kühlschrank marinieren. Da wir das jetzt in der Zeit natürlich nicht klappen, habe ich das einfach schon mal vorbereitet. So, die ganze Sache nehmen wir dann wieder raus in ein Gefäß, kann aus Ton sein oder aus Metall. Wichtig ist, dass es gut die Hitze leitet. Und dann wird die ganze Sache im Ofen für ca. 1/2 bis 1 Stunde pochiert, je nach Menge. Pochieren bedeutet das Garen im Wasserbad. Das heißt sozusagen im Ofen bei einer Temperatur von ungefähr 150 Grad, so dass das Wasser eine Temperatur von 100 Grad erreicht und dadurch das Fleisch gegart wird, beziehungsweise die Leber. Jetzt bereiten wir schon mal das Pflaumenkompott vor. Diese erst waschen, das haben wir hier schon getan. Dann entkernen. So, wenn die Pflaumen dann entkernt sind, schneiden wir die einfach noch in Spalten. Dann geben wir die Pflaumenspalten in den Topf. Dazu den Zucker. Und ein bisschen Nelke und ein wenig Zimt. Das Ganze wird jetzt leicht ankaramellisiert. Dann löschen wir das Ganze mit Rotwein ab und lassen das Kompott so lange köcheln, bis sich die Haut leicht vom Pflaumen löst. So, jetzt nehmen wir die gegarte Geflügelleber wieder aus dem Ofen. Und zum besseren Mixen lassen wir dann die Geflügelleber ca. 1/4 Stunde abkühlen. Jetzt geben wir ein ganzes Ei und ein Eigelb in den Mixer. Das Eiweiß verwenden wir dann anderweitig und geben die pochierte Geflügelleber dazu. Dazu kommt noch unser Geflügelfond. Geben dann langsam nach und nach die Sahne dazu. So, diese fertige Masse wird jetzt noch passiert, um eventuelle kleine Krümelchen, die beim Mixen nicht ganz aufgelöst sind, rauszufiltern. Also da sind meistens noch ein paar Rückstände vorhanden. So, vor dem Abfüllen tun wir die Masse eventuell noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das entfällt heute, die Masse ist sehr gut. Dann füllen wir das in kleine Gläser oder Förmchen ab, je nachdem, was Sie zu Hause haben. Und das wird dann wiederum im Ofen bei 120 Grad im Wasserbad ca. 1/2 bis 3/4 Stunde pochiert. So, dann kommen wir zum Anrichten. Die Creme Brûlée, inzwischen abgekühlt, dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank. Darf vorher auch gerne ein bisschen rausgestellt werden, damit es wieder Zimmertemperatur bekommt. Das abgekühlte Pflaumenkompott. Dann haben wir noch ein bisschen Salat. Zum Anrichten geben wir etwas braunen Rohrzucker zum Gratinieren auf die Creme Brûlée. Gratinieren die ganze Sache mit einem Gasbrenner, bis der Zucker
schön karamellisiert ist. Das Zwetschgenkompott dazu. Ein bisschen marinierter Salat. Noch ein Minzezweig dazu. Und dann können Sie das Ihren Gästen servieren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns beim Kochen zuzusehen. Ihr Thilo Hamann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.